Hallo! Herzlich willkommen bei den Dice Brothers, dem YouTube-Channel von Blockspiele.de. Heute wieder mit dem Yogi und dem. Dan. Und tatsächlich einer dritten Person. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung das hier nachher aufgezeichnet wird. Also irgendwo neben uns, über uns, unter uns findet sich der Thorsten von den Hausies. Herzlich willkommen! Hallihallo, hier ist der Thorsten von den Hausies und wie kann es sein? Natürlich Familie Enterich. Hallo, ihr Lieben. Da fällt mir ein, ich habe gar kein Hallo gesagt. Also auch Hallo von mir noch. Ja, oh, genau. Dan ist ja quasi schon eingenickt bei der langen Begrüßung, die ich hier Ja, rausgehauen es habe. könnte an den Schmerzmitteln liegen, die ich noch intus habe. Ja, also, warum haben wir den Thorsten heute zu Gast? Genau, weil wir haben heute wieder eine neue Folge Mein Lieblingsspiel vor. Und wir haben wirklich keine Kosten und Mühen gescheut oder quasi. Wir sind auf Knien hingerobbt zu Thorsten und gesagt, stell doch bitte mal dein Lieblingsspiel bei uns vor. Und er so, na gut, wenn so lieb fragt, dann mache ich das natürlich. Jogi, du musst das viel besser verkaufen. Du musst eigentlich erzählen, der Thorsten ist angerobbt gekommen und hat gesagt, er möchte unbedingt sein Lieblingsspiel vorstellen. Genau. Aber wie war Ich es? habe mir Ja, gedacht, Entschuldige. Tanja kann das schon nicht mehr hören, was mein Lieblingsspiel ist. Andere Leute können es nicht mehr hören. Also muss ich meinem anderen die Ohren voll sausen. Und da kommt ihr mir Sensationell. doch gerade recht. Ja, genau, perfekt. Super. Super Sache. Ja, aber vielleicht, genau, ich weiß nicht, vielleicht sagen wir noch was zu dir. Der ein oder andere wird ja hier kennen, aus der, ist ja jetzt kein Unbekannter in der Brettspielwelt, zumindest in der YouTube-Brettspielwelt, ne? Vielleicht sagst du noch zwei Sätze zu euch, zu eurem Kanal und was ihr sonst so mit Brettspielen zu tun habt, bevor wir so ins Eingemachte gehen. Ja, können wir gerne machen. Also, ich bin ein Teil der Hausies, der andere Teil ist Tanja, die jetzt heute nicht dabei ist, weil sie sagt, das ist dein Lieblingsspiel. Ich komme vielleicht später nochmal bei den Dice Bros vorbei, wenn sie mich auch sehen wollen mit meinem Lieblingsspiel. Ja, YouTube. Wir machen Brettspiel-Content, wir machen aber nicht nur Brettspiele, sondern wir lieben Mittelalter, wir gehen auf Mittelaltermärkte, ein paar Konzerte, vielleicht. Eure Zuschauer, die auch bei uns mal reinschauen, die haben es vielleicht mitbekommen, dass jetzt dann eben halt pandemiebedingt sehr, sehr viel Brettspiel-Content war. Vorher ein bisschen mehr mit Ausflügen. Jetzt kommt wieder so ein bisschen das auch dann das Außenleben wieder zurück. Und das Ganze machen wir auf YouTube. Nicht nur da, sondern wir haben auch eine kleine Fernsehsendung auf NRVision laufen. Da strahlen wir also auch unseren Content aus. Und ja, wie gesagt, Brettspiele ist bei mir persönlich ein großer Teil. Ich habe schon immer gespielt und bin auch schon seit meiner sechsten Lebensjahr immer auf der Spielemesse quasi beheimatet gewesen, denn wir kommen ja auch aus Essen. Total witzig finde ich ja, dass ich über euren Brettspiel-Content auf euch gekommen bin und wir ja trotzdem sehr viele Hobbys und Bands und so weiter auch gemeinsam haben, wie wir jetzt festgestellt haben. Ne? Also sei es Mr. Hurley oder Knasterbart oder was weiß ich, ne? Und auch die Mittelaltermärkte, der PLWM und so weiter. Richtig. Also spannend eigentlich, dass ich vorher noch nie auf euch gestoßen bin, obwohl ihr ja Luftlinie auch nicht weit weg wohnt. Jo. Ja, also es ist tatsächlich erstaunlich, was wir festgestellt haben, wenn man mal so guckt, auch bei uns, wir hatten jetzt ja auch den einen oder anderen Gast bei uns im Interview aus der Musikszene und unter anderem auch natürlich Mr. Hurley und Bugtief Bannox, sein Bruder im wahren Leben. Und das sind also tatsächlich auch Brettspieler-Nerds, Pen- und Paper-Nerds, wie wir auch, ne? Also von daher ist Das ist das schon sehr alles nicht weit geil. weg. Ja. Ja, krass. Wo bin ich ja sogar der, der hier am weitesten weg wohnt, gefühlt so im Verhältnis. Krass. Ist Naja, das Mr. nicht krass? Hurley wohnt in Osnabrück, also ist Ja, ja schon noch okay, mal da ein ist schon Stück mal ein Stück weiter. weiter. Ja, das stimmt schon. Genau. Ja, gut, aber da wir ja nun mal jetzt heute auf dem Brettspielkanal gelandet sind, also ich mag die Musik auch, obwohl ich sagen muss, ich bin ja nicht ganz so drin. Ich höre und ich mag noch so In Extremo, das finde ich noch irgendwie gut. Subway to Sally finde ich noch irgendwie gut, aber ich glaube, das ist schon wieder so ein bisschen weiter weg davon irgendwie, ne, oder? Ja, Geht. aber bei Subway to Sally, da bist du bei uns gar nicht so verkehrt, weil auch da die Ellie Storch, die war ja bei uns schon mal zu Gast im Interview. Und Tanjas Lieblingsband ist halt Subway to Sally. Also von daher habt ihr da ja auch ganz starke Verbandlungen. Ja, okay, Schau mal schon. einer, guck. Stark. Ja, also, das heißt, wenn ihr aus irgendeinem Grunde noch nicht die Hauses abonniert habt und den Kanal nicht kennt, dann aber zügig, ne? Und wenn ihr natürlich, wenn ihr euch davon angesprochen gefühlt habt, auf jeden Fall rübergehen, Abo da lassen, Glocke an. Ihr kennt das ja alles, ne? So. Das wäre schön. Auf jeden Fall.
Damit ist ja klar, was der Thorsten jetzt gleich rausholt. Ne? Hitster kommt jetzt gleich auf den Tisch als Lieblingsspiel. Die Mittelalter-Edition. Genau. Das wär's Genau. aber. Das wär's, ne? Nee, tatsächlich habe ich euch ein Spiel mitgebracht. Das habt ihr mit mir sogar schon bereits einmal gespielt. Ich bin gespannt. Ich kann mir vorstellen, was. Bei uns die Zuschauer, die kennen es natürlich und werden wahrscheinlich ahnen, was es ist. Eine Ha. große Schachtel, die auch Zombicide-Ausmaße hat, aber ich glaube, von der Grundmaße ein paar Zentimeter in der Breite noch ein bisschen weiter auseinander geht. Nicht ganz 30 mal 30, sondern ein bisschen mehr. Die Rede ist von Monster Slaughter, ehemaliger Kickstarter von Ankama Games, jetzt seit einigen Jahren bei Board Game Box auf Deutsch erschienen, war eine ganze Weile vergriffen, jetzt wieder verfügbar, mit der Erweiterung Underground, die es separat zu kaufen gibt. Und da dachte ich mir, ich nutze die Gunst, wie gesagt, Tanja kann es nicht mehr hören, man kann mich bei dem Spiel Tag und Nacht wecken, also deswegen seid ihr jetzt meine Opfer. Das Opfer ist Schöne das ist, Stichwort, um das geht es nämlich in Monster Slaughter. ja, das Schöne ist ja vor allen Dingen, wir haben es ja tatsächlich schon mal zusammen gespielt und Tag und Nacht trifft es auch. Ich glaube, wir haben auf dem Brettspielwochenende auch um 1 Uhr morgens erst angefangen, es zu spielen, Also es war auf jeden Fall spät. wenn ich mich so recht erinnere. Aber wir konnten es nicht stehen lassen. So. Weil ich bin ja auch noch Also. zum Beispiel rumgeschlichen, muss ich sagen. Aber es ist natürlich jetzt auch kein Schnapper und es ist ja geil, dass du es jetzt nochmal so für uns vielleicht mal ein bisschen auseinandernimmst oder so. Ja, Was also. genial. Ich habe tatsächlich mir gedacht, was kann ich euch Tolles erzählen? Was kann ich euch vielleicht auch noch in die Kamera zeigen, sofern das dann die Kamera mitmacht? Ich habe hier so ein paar Miniaturen, ein paar Karten, ein bisschen Kleinstuff, der unscheinbar ist, aber der tatsächlich für den Liebhaber von B-Movie-Horrorfilmen aus den 80er, 90er Jahre vielleicht nicht wirklich unentdeckt bleiben sollte. Vielleicht erstmal für alle, die Monster Slaughter nicht kennen, worum geht es tatsächlich? Wir haben eine verlassene Waldhütte. Fünf Studenten machen sich auf den Weg in die Hütte, wollen Party machen. Ab einer gewissen Uhrzeit, wenn draußen dunkel wird, kommen natürlich die Monsterfamilien immer in Dreierteams, Papa, Mama, Kind, los, um ein bisschen was zu knabbern. Und das Ganze geht über mehrere Runden weg, bis dann der Sonnenaufgang quasi kommt. Und dann gibt es eigentlich nur eine Sache. Entweder sind alle Studenten in der Hütte gefrühstückt, zerstückelt, irgendwo in der Ecke liegend, oder aber sie haben vielleicht teilweise überlebt und die Monsterfamilie muss dann halt rechtzeitig nach Hause kommen. Und der Clou dabei ist, es ist tatsächlich ein Mary-Trash, man hat viel Würfelglück oder auch viel Würfelpech, ihr habt es selber erlebt. Ich sage mal so schön, oder ich habe glaube das mittlerweile, da ich das mit euch als Zombicide spielen durfte, kommt der Vergleich ziemlich nahe. Wer Zombicide mag, könnte vielleicht auch durchaus mal einen Blick werfen auf Monster Slaughter. Die kleine Besonderheit, die ich hier aber sehr schätze, ist tatsächlich, wir haben hier noch ein Siegpunktesystem, was man so von den klassischen Eurogames kennt. Denn am Ende kann nur eine Familie gewinnen. Das ist die mit den meisten Fleischschuppen, Knochen oder Gehirnteilen. Also schon kompetitive Spiele. Wir spielen schon gegeneinander, oder? Also, ne, wer Ja, die leckersten anders Studenten als bei findet, Zombicide gewinnt. natürlich. Aber ich glaube, so das Spielgefühl, so mit dem Würfel, dieser Fluch und Segen eines Würfelwurfes, der sagt alles. Oh Ja. ja. Bei Und Flug. ja, Monster Slaughter ziemlich simpel von der Idee gestrickt. Wie gesagt, wir haben gesagt, wir haben die Hütte da mit den Studenten. Wir erfüllen da alle Archetypen, die dabei sind. Also da ist der Student, der Sportstudent dabei, der Cheerleader, eine kleine Technik-Nerdin. Da ist der Alkoholiker, der gerne auch mal ein Tütchen raucht, wenn man das hier so sagen kann, ne? So, der dem Tabak nicht abgeneigt ist. Da ist alles mit vertreten. Es gibt auch Spezialgäste, die ab einer gewissen Uhrzeit kommen können. Die finde ich dabei am allerschicksten. Da habe ich euch auch mal zwei meiner Lieblinge mitgebracht. Oh, Da bei haben uns wir kam, nämlich zum glaube ich, Beispiel Emmett einmal Brown, ne, einen. oder? Ja, den gibt es Was? auch. Ich gucke mal, ob ich den hier euch nah ranholen kann. Na, jetzt bin Wir ich mal haben hier einen gespannt. der. Wir haben hier einen der Ghostbusters? Ghostbusters. Ja, geil. Dann der andere. Wenn man gerade schon von Horrorfiguren sprechen möchte und Horrorfilmen, wer könnte ikonischer sein als Ash aus Evil Boah, Dead? geil. Wer Ja. sonst? Das ist blöd, dann hat man als Monster doch keine Chance mehr.
Wie gesagt, ehemaliger Kickstarter, vieles davon wurde tatsächlich übernommen. Es gibt ein paar Sachen, wie die ein paar andere Spezialgäste, die fehlen, oder ein paar andere Monsterfamilien, die fehlen. Aber was Monsterfamilien angeht, ist eigentlich alles Wichtige vertreten. Wir haben zum Beispiel Werwölfe, Vampire, die Mumien, Golems, Zombies. Wir haben aber auch die Psychopathen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt hier so an Jason Voorhees denkt, zum Beispiel, oder Freitag der 13., ne, Leatherface. Das Kind von denen ist übrigens keine andere Figur als Chucky zum Beispiel daran Ich wollte angelehnt. gerade fragen, was denn das Kind von denen? Aber ja, klar, Chucky, ja. Chucky. Ne? Also Geil. da hat man so die Psychopathen mit dabei. Meine Güte, Ich da muss muss ich mal auch gucken, mal dass näher ich ran hier. an das Spiegelverkehrte denke. Ne? Also hier hat man zum Beispiel normalerweise, wenn man die bemalt, noch die weiße Maske. Na, schon Und crank. ich finde schön auch den Humor dabei. Das ist uns erst in der zweiten Partie aufgefallen. Die Mutter Werwolf zum Beispiel, die trägt ein rotes Cape, hat einen Picknickkorb unterm Arm, was ich schon mal eine geile Referenz finde. Und wenn Wo man hat die mal den wohl genau hinguckt, da her? sieht man bei dem Miniatur jetzt dann nicht ganz so gut, aber in dem Artwork, da ist ein eiskaltes Händchen, was rausguckt aus dem Picknickkörbchen. Also das sind so kleine Referenzen. Ich liebe sowas tatsächlich. Total. Und wie muss man sich das Ganze vorstellen, wenn man das Ganze mal aufgebaut hat? Ich habe euch mal hier so ein. Versucht das mal ein bisschen mitzubringen. Ihr habt in der Mitte halt quasi den Spielkarton, der die Hütte darstellt. Drum die Auslage an Karten. Und immer wechselweise darf immer ein Monster seiner Familie zwei oder drei Aktionen machen. Das kleine Kind ist nicht ganz so stark. Dafür etwas agiler, können Aktionen mehr machen. Was nicht heißt, dass das Kind nicht unbedingt deswegen weniger attraktiv ist in den Aktionen. Ich habe gerade ja kleine Referenzen angesprochen, was mir bei dem Spiel sehr gut gefällt, ist nicht nur das Grundspiel, was wir mit euch schon gespielt haben, sondern ich habe euch ja auch schon erzählt, es gibt ein Szenario-Booklet, wo nochmal optionale Regeln kommen, noch ein bisschen anderer Stuff dazu kommen kann. Zum Beispiel möchte ich euch hier ein Auto vorstellen. Wenn einer vielleicht Horrorfilme mag und Stephen King-Filme mag, der kennt vielleicht von Christine. 1983 den Film Christine mit einem roten Auto. Wir Ja, haben Christine als Auto. nein, Hier das ist ja heißt sie geil. Mary Christine und hat sogar eine Funktion. Sie wird außen an der Hütte, die dann im Wald steht, angebracht, weil sie kommt mit dem letzten Tropfen Sprit quasi so ein bisschen an und ist ziemlich zerdeppert. Nach einem Autounfall. Die überlebenden Studenten verwenden in diesem Szenario das Auto aber mit dem Motor noch, um Licht in dem Hütchen zu haben, weil Monster gehen bei Licht nicht rein. Das heißt also im Prinzip, das wird ein kleines Wettrennen dabei, dass man vorher als Monster mit einer Aktion das Auto zerdeppern muss, dass der Motor ausgeht, ins Stottern kommt, es ist kein Licht mehr da und erst dann kann man in die Hütte rein. Und Witzig. andersherum, dieses Studenten müssen wieder raus, um das Ding in Gang zu kriegen. Und dementsprechend kann man das Auto flippen. Man sieht so ein bisschen jetzt mit Licht Ja, das ist natürlich und aus nice, die ne? Maus. Das Also, sind das auch sind so so Gimmicks, die kleine finde ich geil. Gimmicks. Ich bin für sowas total empfänglich. Bei mir spielen sich dabei. Du hast aber die Retail-Version, habe ich richtig verstanden, ne? Also du hast nicht Genau, das ist die die Retail-Version. Kickstarter-Exclusives, ne? Ja. Genau. Was bei den Kickstarter Exclusive eigentlich noch dabei ist, was uns jetzt hier fehlt, sind tatsächlich eigentlich eine Handvoll von Spezialgästen, wie zum Beispiel Machete aus Man in Black, die zwei Agenten, ne? Oder solche Sachen, die fehlen, Scully und Mulder fehlen oder solche, also die Referenzen Okay. zumindest daraus. Und ein paar Monsterfamilien, die man dann vielleicht der Vollständigkeit halber haben möchte. Das können dann eben halt dann Geister sein, zum Beispiel, die dann auch sehr stark angelehnt sind an Herr der Ringe, die Geister, die dann eben halt im Die zweiten Teil Nazgul. dahergehen. Das sieht ziemlich cool aus. Oder aber auch die Gremlins. Die gibt es auch Cool. noch. Ja, ich muss ja mit Was Wasser ziemlich cool ist, bekämpfen. ja, also tatsächlich, das Coole ist bei den Gremlins, das sind dann nicht drei Miniaturen, sondern die haben tatsächlich kleine Bases, die sind halt auch in Dreiergrüppchen unterwegs, aber es sind halt viele kleine Gremlins, die eben halt auf einer Base stehen und das mal Das drei. finde ich cool. Also wenn du Gremlins mit Wasser bekämpfst, das ist aber ganz schön schlecht. Ja. Aber wir sind doch die Da hast du Monster. viele Aber wir sind doch Gremlins. die Monster. Ja, aber. Ja, ich finde das cool. Sag mal, die Monster, ne? Also die sind auch asymmetrisch, oder? Oder machen die alle gleiche?
Genau, also Monster, sie sind alle leicht asymmetrisch. Jedes Familienchen hat natürlich seine ureigensten Fähigkeiten, die so mit dem Genre übereinstimmen. Zum Beispiel haben halt Vampire sehr gute Sinne. Die sind besser in der Lage, zum Beispiel ihre Opfer zu erspähen, indem man den Kartenstapel durchsuchen muss, wo sich dann vielleicht das potenzielle Opfer von der Mechanik versteckt. Die Golems sind grundsätzlich, wer hätte das gedacht, natürlich, also nicht Golems, sondern in dem Fall die Frankensteins Monster, die sind natürlich sehr mächtig, die kriegen einen extra Würfel beim Stärkewurf. Die Werwölfe sind sehr schnell, die dürfen eine kostenfreie Extrabewegung machen. Anders als andere, jede Familie hat immer mit seiner Figur eine kostenfreie Bewegung, sonst müsste man Aktionen verwenden. Grundsätzlich, Mama und Papa haben jeweils zwei Aktionen. Das Kind hat drei Aktionen, ist halt ein bisschen agiler. Der Papa ist der Stärkste im Bunde, der hat immer drei Würfel, Mutti zwei. Und der Kleine halt, der ist nicht ganz so stark. Dafür kann er halt ein bisschen schneller und öfter was machen. Und dann gibt es zum Beispiel aber auch die Alien-Familie, die eben halt zum Beispiel sich teleportieren thematisch. Die können durch eine geschlossene Tür zappen quasi. Sahen die nicht so ein bisschen aus wie von Mars Attacks? Waren die nicht so ein bisschen Ja, so? die sehen so ein bisschen aus wie Mars Attacks, wo wir gerade ums von Aliens sprechen. Mich lacht gerade auch so eine Karte an. Wir sprechen ja gerade so über Artworks. Im Übrigen auch hier ganz klassisches Artwork auf der Seite von Ankama Games. Gibt ein digitales Artbook dazu mit Skizzenzeichnungen, was Cool. so alles dabei ist. Das, Okay. wer so auf Comic-Style steht und so ein bisschen was mit Horror anfangen kann und gruselt, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Ich habe zum Beispiel mal hier so ein bisschen was vom Artwork hier, die Studentin als Charakter. Die Studentin Cheerleaderin wahrscheinlich schon direkt, Er meine oder? ich ja, genau, die Naja, Cheerleaderin. ja. Zum Glück kein Klischee erfüllt. Ja, blond, lange Haare, klar. Oder eben halt hier die Kleine, die gerne mit Techniksachen rumspielt. Nerden, ja. Ne, der Nerd. Die überleben Filme immer schon mal ganz gerne. Genau. Wir hatten gerade die Miniatur von dem Ghostbuster. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ihn auch mal bemalt in Karte. Und welcher soll das sein? Weiß das einer? Weg von Das denen? kann ich tatsächlich gar nicht sagen, wenn ich mal gucke. Namensschild ist nicht drauf, aber man kennt halt die Referenz ganz klar hier rechts an der Armbinde mit dem durchgestrichenen Geist. Auf Ne? jeden Fall. Aber ich hätte gedacht, vielleicht lehnt sich an einen von den Jungs an, aber kann ich Ja, auch nicht sagen, wer ja. groß ist. Egan, ne? Oder? Aber gut, das habe Also. ich auch nicht so ganz im Bilde, ehrlicherweise. Kann euch sagen, ich kann mal kurz gucken. Es gibt ja hier so einen Übersichtsschirm, welche Gäste es gibt. Und da kann ich mal kurz gucken, ob ich den auf die Schnelle finde. Wir Ja. haben hier als Ghostbuster, der heißt hier einfach nur Geisterjäger. Der hat Okay, hier keinen da hat Namen. man sich leicht gemacht. Da hat man sich es leicht gemacht. Aber was mir dabei gut gefällt, ist natürlich, jede Familie, jede Monsterfamilie muss natürlich, haben wir ja gerade drüber gesprochen, eigentlich ihre Opfer in der Hütte jagen, erschrecken und Punkte damit machen. Die dürfen sich natürlich auch thematisch verteidigen. Die nehmen dann alles, was man finden kann, vom Billardstock bis hin zu manchen anderen Karten, die dann als Kartenstapel drin sind. Es gibt aber auch für manche Aliens Sachen oder für manche Monster Sachen, womit sich die Überlebenden verteidigen können. Die sind besonders attraktiv, genau gegen eine Monsterfamilie einzusetzen, die eben halt dann einen Schaden extra machen. Zum Beispiel hier für die Aliens. Das finde ich sehr schön, wenn man das kennt. Das ist die zirpende Grille so ein bisschen angeleuchtet. Eine ganz kleine Pistole Ja, mit kleinem Lauf. die zirpende Grille. Frag Wo mal kommt Will das Smith, her? was mit der zirpenden Grille los ist, ey. Genau. Ne? Also das finde ich ganz fabulös, wenn man Großartig. jetzt darüber spricht. Was wäre ein Film oder ein Spiel ohne oder eine Anlehnung an Filme auch ohne die passenden Musiken? Also die Liebe zum Detail geht bei den Jungs, die das Spiel designt haben, so weit, dass die also auch nochmal Soundtracks zusammenkompiliert haben, die man auch da auf der Homepage sogar noch findet und sich Aber da ist runterladen keine kann. CD drin, oder? Nee, keine CD drin, sondern Okay. die haben sie dann wirklich webbasierend gehabt. Bei sich auf der Homepage kann man sich digital runterladen. Spieldauer irgendwie so um die 90 Minuten, glaube ich. Also soll analog zum Spiel sein, aber wir haben meistens länger gespielt und das Ding immer in eine Dauerschleife laufen lassen. Na super. Ja, sowas finde ich geil. Sowas gibt es auch nicht so häufig, muss ich sagen. Ich habe das nur ein Nee. einziges Mal noch erlebt War schon Glory. und bei Nightcade. Schaut mal das auch. Da hast du auch so einen Soundfiles Yep. bekommen. Das definitiv. Und was ich erst kürzlich festgestellt habe, habe ich leider aber noch nicht selber ausprobiert. Es gibt sogar auf der Seite von Ankama Print and Play Mini Expansions. Die sind dann natürlich dann nicht auf Deutsch eingedeutscht, sondern nur auf Englisch.
Na gut. Die eine davon muss ich euch aber zeigen. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, das wird dann nochmal bei uns im Oktober auf jeden Fall auf den Tisch kommen, wenn Silvester, wenn eben halt Halloween ist. Es gibt zum Beispiel die Trick-or-Tweet-Erweiterung. Ach, sehr schön. Cool. Da gibt es Süßigkeiten zu sammeln für die Monster. Da werden Tokens ausgelegt und kleine Karten. Und dann kann man tatsächlich eben halt, statt mal auf den armen Studenten einzuprügeln, tatsächlich dann mal eben so Bonbon einsammeln, so kleine Wundertüten und gucken, was da drin ist. Okay, cool. Ja, super witzig. Ja, sowas mag ich so. Das sind so Kleinigkeiten, die würde ich auch immer benutzen, irgendwie bei solchen Spielen. Was, ne? Also, das ist einfallsreich. Aber das finde ich auch gut, dass sie so ein Spiel danach auch noch, wie sagt man so schön, das Spiel ist nicht tot, weil es erschienen ist, sondern dann gibt es halt noch Support. Ne? Und das finde ich, sowas finde ich immer wichtig irgendwie. Das finde ich schön, wenn sowas passiert. Ne? Also für mich ist das ein ganz großes Kino, weil ich bei jeder Partie, auch bei euch, obwohl sie bei uns ehrlich gesagt am Anfang sehr zäh war, weil natürlich dann das Würfelglück, Würfelpech auf beiden Seiten da war. Wenn man immer gleich Erfolg gegen gleich Erfolg hat, da kommt man nicht vorwärts. Aber auch da haben wir zum Schluss immer irgendwie, oder ich zumindest für mich wieder trotzdem meine Bilder im Kopf gehabt, womit ich irgendwelche Filme assoziiere oder ähnliches. Zum Beispiel Tanja und ich, wir hatten mal mit unserem Freund, dem Kloni, eine Partie gespielt, da brach dann in der Küche brachen ein Küchenfeuer aus. Fettbrand und der breitete sich dann tatsächlich dann auch über die anderen Zimmer aus. Und in dem Szenario musst du vorher eine Willensprobe machen, ob du denn da überhaupt reingehst. So, wenn du mal guckst, denkst du, drei Würfel, ein Erfolg musst du schaffen. Der Papa denkt sich, das machen wir mal eben. Nee, nix da. Drei Misserfolge, ja, du fliegst vor dem Feuer, ja, dumm gelaufen. Tja, ja, Stark. sowas finde ich aber geil. Ich finde auch, wenn so ein Spiel am Ende eine Geschichte erzählt. So, ne? Also ich finde das, am Ende kannst, das war ja auch bei uns so, ne? Am Ende konntest du, wenn du das gewollt hättest, eine Geschichte erzählen, wie das am Ende gelaufen ist. Und sowas finde ich immer sehr stark, wenn so Spiele das Ja. so können irgendwie. So, und ja, und diese ganzen Anspielungen finde ich eh großartig, ne? Also ich meine, ich gebe zu, ich habe es mir immer noch nicht besorgt. Jetzt, wo wir schon wieder darüber sprechen, bin ich schon wieder am Hadern. Aber ich hoffe ja persönlich, dass du es mitbringst auf euer Community-Wochenende, wo ich ja auch, zumindest ich Ja, auf jeden das Fall komme sowieso. und dann die Gelegenheit nochmal nutzen kann, mit dir noch eine Runde Monster Slaughter zu zocken irgendwie. Das sowieso. Und vor allem, es gab ja noch viel mehr Zeug, weil wir gerade ja über Retail-Version oder auch Kickstarter gesprochen haben. Ich muss gestehen, ja, auch ich würde schauen wollen, ob es noch was anderes gibt. Ich hoffe, dass da vielleicht noch mehr von Boardgamebox kommt. Von Michael Svetlana. Wir wissen es nicht, wir drücken die Daumen. Aber was mir jetzt schon sehr gut gefällt, ist natürlich auch zumindest die schon bereits erschienene Erweiterung Underground. Thematisch geht es nämlich dann da unter die Hütte in den Keller. Cool, witzig. Wir haben also einen zusätzlichen Raum, der dann neben dem Spielplan bereitgestellt Ich wollte wird. gerade fragen, wo baut man den denn hin? Unter die Schachtel? Nee, war ein Scherz, aber. Also wir stellen den, weil wir halt keinen 3D-Tisch haben, tatsächlich daneben. Aber mittlerweile gibt es ja irgendwo so die ein oder anderen Leute, die ja dann tatsächlich den Tisch Hab auf ich zwei gesehen. Ebenen spielen. Und da habe ich auch schon überlegt, ob das mal nicht so ein geiles Ding wäre, das Ding tatsächlich dann thematisch so seitlich irgendwie auf einer unteren Ebene zu setzen Ja, ich glaube, das irgendwie. ist schon sehr, sehr cool, ja. So beim Das, Brettspieltisch oben die halbe Abdeckung drauf und unten der Keller. ja, oder so. Ja, Es sowas gibt zum ja auch so Beispiel, genau, bei so einem Tische. Brettspieltisch, das müsste gehen. Es gibt aber auch so Tische, die haben extra so ein Teil, was du da draufstellen kannst, dass du so eine Ebene höher bist. Da stellst du das Grundspiel drauf und dann stellst du den Keller quasi auf deine normale Höhe irgendwie, ne? Und das ist dann auch sehr cool irgendwie. Geil. Was Ja, kann die das. Erweiterung? Vielleicht was kann die Erweiterung? Das ist noch eine lobenswerte Sache, finde ich, die bei uns gefühlt leider immer zu kurz kommt. Die Monster können jetzt da thematisch sogar mutieren. Wir kriegen Mutationen. Und zwar, wir haben ja gerade habe ich ja gesagt, dass man eigentlich die Opfer jagt und verwunden möchte für Siegpunkte, weil jeder Fleischbock ist nachher ein Siegpunkt wert, sage ich mal. Man muss im Laufe des Spiels überlegen, ob ich tatsächlich dann sage, okay, ich möchte auf Siegpunkt spielen, habe dann nur diese Punkte, behalte die für mich geheim bei mir, so dass ich am Ende gucke, wer die meisten Punkte hat. Oder aber sammle ich zum Beispiel hier so eine Mutationskarte ein, die mir entweder Familienfähigkeit bringt, dann sind dann drei Köpfe oben abgebildet, da habe ich dann für alle drei Monster die gleiche Familienfähigkeit. Oder ist es eine individuelle, die nur eine Person kriegen kann, ein Monster. Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel hier, nur für ein Monster. Dieses Monster erhält beim Angreifen einen zusätzlichen Würfel. Wir haben vorhin über die Stärke gesprochen, dass er zum Beispiel dann entsprechende Stärke
Würfel würfelt, naja, und so kann auf einmal der Kleine mit zwei Würfeln auf einmal drei Würfel würfeln, zum Stark. Beispiel. Kostet aber dafür dann auch ihn zwei, beziehungsweise je nach Spielanzahl, drei Punkte. Von diesen Siegpunkten, die nachher vielleicht jeder Punkt wertvoll sein kann. Na gut, aber trotzdem. Ja, haben wir ja nicht Aber mehr das mag gespielt, ich. ne? Dieses Gamblen, setze ich jetzt wirklich Punkte ein, um mich sowas zu holen, oder aber spare ich es? Das mag ich tatsächlich. Ja, voll Ja. cool. Ist die auch auf Deutsch erschienen? Die gibt es auf Deutsch? Die Weil du Underground ist Underground auf Deutsch, sagst? die ist eingedeutscht. Die Underground ist absolut eingedeutscht. Auch da wieder weitere Szenarien mit bei. Das heißt, also selbst unabhängig davon, ob man jetzt mit der Erweiterung spielt oder nicht spielt, man hat da Szenarien mit drin. Ich habe eins gesehen zum Beispiel, da geht es sogar darum, dass da jemand eine nicht näher benannte Firma zum Beispiel Chemieabfälle in den Keller gelagert hat. Da kommen da so kleine Fässer mit dem radioaktiven Zeichen drauf. Und eine Spezialeinheit, tatsächlich schwer gewaffnet mit Gatling-Gun und Maschinengewehren und Schilden, Antiterrorschilden, rückt an, um dann dieses Zeug da rauszuholen, währenddessen sich Monster und Studenten da irgendwie auf die Nase hauen. Schön, cool. Da brauchst du auch mehr Mutationskarten am Ende, wenn du da unten warst. Ja, genau. Also für Ja. mich persönlich ganz großes Kino. Ja, aber Was achso. wir ja immer noch so fragen ist, was macht es denn am Ende des Tages wirklich zu deinem Lieblingsspiel auch? Also warum sagst du, das sticht so Ja. heraus bei dir, dass es dein Lieblingsspiel ist? Warum? Ja, Spiele sind tatsächlich viele Spiele, die ich sehr gerne spiele, weil ich glaube, unsere Sammlung hat jetzt circa 400 Spiele aktuell. Viele kommen viel zu kurz auf den Tisch. Wir haben tatsächlich auch noch aktuell einen Pile, der nicht gerade niedrig ist, wo noch Spiele noch gar nicht gespielt werden Ach, konnten. kenne ich alles, Aber ja. warum ist Monster Slaughter mein Lieblingsspiel? Yogi hat es gerade so schön gesagt. Schön ist, wenn am Ende das Spiel eine Geschichte erzählt. Ja, Storytelling-Spiele gibt es, die liebe ich auch, wie zum Beispiel, ich sehe bei euch gerade die Legenden von Andor. Das ist auch eins von den Spielen, die ich sehr gerne spiele oder generell Storytelling-Spiele. Aber hier ist mit relativ simplen Regeln, aber eine sehr schönen Ausstattung und dem Ganzen, was man drumherum machen kann. Ich mag es, wenn es ein abgedunkelter Raum ist, wo man da sogar noch mit vernünftigem, dunklem Licht, aber so ein bisschen Kamin-Style flimmern, immer noch trotzdem hier was sehen kann auf dem Spielfeld. Man muss nicht viele Texte lesen, man hat hier nichts groß zu erzählen. Das macht das Spiel mit einem selber am Ende des Tages, weil ich sage immer so schön bei uns, wenn wir auf Studentenjagd gehen, bei uns spielt sich da immer alles zum Schlussfinale in der Toilette ab. Es gibt so ein kleines Gästeklo, da ist nur das Klo drin, sonst nichts. So, aber wenn dann da nachher dann drei, vier Monster und die letzten zwei Überlebenden sich drin verschanzt haben, die dann da nicht mehr platzmäßig als Modelle reinpasst, dass du wirklich da anfängst zu stapeln, das erzählt Geschichten. Oder wenn wir auf einmal anfangen, dann so ein bisschen selber den Tischtalk da anschmeißen, da dem Moment geht der Bodybuilder-Student mit dem Papa Psychopath in der Kettensäge in der Hand ins Gericht, man kämpft miteinander und in dem Moment steht dann Mutti Alien daneben und kratzt irgendwie an der Wand, weil sie nicht möchte, dass dieser Student gerade erledigt wird, weil sie den quasi für sich auf der Agenda stehen hat. Und auf einmal ist der wieder weg und man muss jagen. Das erzählt Geschichten und da ich ein riesen Horrorfilm-Fan bin, passt das für mich da wie Faust auf Auge und das macht es bei mir zu meinem Lieblingsspiel tatsächlich am Ende des Tages, weil das hat bisher noch kein anderes Spiel geschafft. In Ja, cool. Ergänzung zu der Liebe, was die Autoren und die Designer da geschaffen haben und sich da immer noch drumherum bemühen, was es Feines gibt. Ich finde es auch Noch geil. Aber immer jetzt so muss ein ich noch bisschen eine mehr Frage kommt. stellen. Eine Frage ist noch Bitte. wichtig, weil es gibt ja, ich habe ja auch auf meinem Pile of Shame sehr viele Kampagnenspiele stehen. Die erzählen auch alle schöne Geschichten. Ne? Wir fangen jetzt auch Tainted Grail an, das erzählt auch eine Geschichte und so weiter, aber das ist auch eine Kampagne. Aber wir reden hier von, du redest aber von Szenarien. Das heißt, wir reden hier nicht davon, dass wir jetzt irgendwie eine Kampagne spielen, sondern wir können hier so einen schönen Nein. Abend im One-Shot machen, oder? Genau, das sind alles One-Shot-Spiele, die nicht fortlaufend erzählt werden. Das sind alles in sich geschlossene Geschichten, wie zum Beispiel das Feuer von Helm Street mit dem Küchenbrand. Oder eben Ja, halt stark. dann Mary Christine, wo es ums Auto geht oder so. Also es sind in sich kleine One-Shot-Szenarien, die man, das ist das Schöne dabei, einbauen kann, aber nicht muss. So, und ansonsten Schön. kann man das Basisspiel spielen und hat eben halt. Wenn ich jetzt das Grundspiel nehme, was haben wir hier an Monsterfamilien? Eins, zwei, drei,
vier, fünf, sechs, sieben. Sieben verschiedene Monsterfigur-Familien, die alle eine kleine Asymmetrie, wie vorhin schon erzählt habe, mitbringen und alle spielen sich gefühlt minimal anders und haben alle die gleichen Chancen. Ja, sehr cool. Ja, das ist ja immer wichtig, ne? Weil ich sage ja, Kampagnenspiele sind ja so ein bisschen mal gefühlt, ich meine, out sind die nicht, ne? Aber ich habe auch das Gefühl, dass in letzter Zeit so ein bisschen der Trend davon weggeht, weil man halt festgestellt hat, es ist schon sehr aufwendig, die ganzen Kampagnen immer zu spielen mit den ganzen Stunden, die das dauert. Und das lässt so ein Spiel, was eine Geschichte erzählen kann, ja durchaus wieder in ein ja, interessanteres Licht rücken für den einen oder anderen. Etwa. Deswegen, ne? Also schon. Ja, geiles Teil, was du mitgebracht hast, auf jeden Fall. Dankeschön. Also, auch wenn es beim Brettspiel-Wochenende bei uns am Anfang wirklich zäh lief, aber am Ende des Ja. Tages hatten wir ja alle wirklich viel Spaß mit dem Ding. Das Ja. lief nur zäh, weil du uns alle die ganze Zeit irgendwie Ich habe einfach Steine illegal. entgegengeschmissen hast und die ganze Zeit rumgeprügelt hast für nix. Für Nein, ich nix. habe nur die ganze Zeit immer die Studenten verschwinden lassen, weil ich die verprügeln wollte und ihr Ja. die nicht verprügeln durftet. Ja. Das kann halt leider passieren in dem Fall. Wobei ich aber auch sagen muss, fairerweise, in unserer Partie, die ich mit euch gespielt habe, die hat mir auch mordsmäßig Spaß gemacht. Fühlte sich teilweise, wie ihr selber bestätigt habt, etappenweise ein Stückchen langatmig an, einfach weil da erstmal gefühlt nichts passiert ist. Es mussten erst alle Karten von der Verteidigung der Studenten eben halt ausgespielt werden, um dann zu erkennen, hey, jetzt haben die keine Karten mehr, jetzt geht es erst richtig rund. Oder eben halt, man hätte sie sich für später aufsparen müssen. Vielleicht ist das bei einer Erstpartie manchmal so, aber mir macht es nach wie vor Spaß. Wird, glaube ich, ein Spiel sein, was ich auf jeden Fall immer in unserer Sammlung halten werde, immer wieder gerne auf den Tisch bringe. Ich habe es gesagt, ihr könnt mich Tag und Nacht dazu wecken, bin dabei. Und ich glaube, es wird auch so Spiele geben, die dann auch immer zu bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel zu Halloween, dann auch durchaus auf jeden Fall dann spätestens mal auf den Tisch kommen muss. Auf jeden Fall mega geil. Also ich habe jetzt schon wieder Bock, ne? Also ich muss ja sagen, ne, das ist ja, geht mir ja ganz oft so, aber ich habe jetzt auch schon wieder Lust, dieses Spiel wieder zu spielen, ne? Jetzt, wo ich mich daran erinnere, wie wir da gesessen haben. Ich auch. Und ja, also irgendwie geil. Und ich hatte, glaube ich, die Vampire und ich fühlte mich etwas uneingeladen, weil normalerweise muss man Vampire einladen. Da hat mich keiner eingeladen. Ich musste durchs Fenster klettern. Also zumindest spielerisch. Ja, Mensch. Ja, was? So war das. Krass. Ja. Bis zu wie viel kann man da spielen? Wie viele Leute können da Bis sich fünf bewegen? Leute, 2 bis 5 Personen können spielen. 5 Leute. Wir haben in Moddenburg zu fünf gespielt. Ja. Ich glaube, Wir ja, waren wir waren voll zu 5, besetzt. ja. Wir waren voll besetzt, ja. Und sonst spielen wir es in der Regel zu dritt oder zu viert. Ich glaube, das ist auch Ah, okay. tatsächlich da so der Sweet Spot. Ah, okay. Also, das vielleicht waren 5 vielleicht ein bisschen zu viele. Ja, da sind Cool. wir schon wieder durch, wa? Ja, mit dem Spiel sind wir schon wieder durch. Ja, krass. Ja, also wie gesagt, Ja. guckt es euch an. Also Monster Slaughter, Board Game Box. Und wenn man mal Lust hat, nicht die Monster wegzukloppen, sondern das Monster zu sein, was total, wie habe ich eben gesagt, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Auf jeden Fall archetypenmäßig, nicht, ich meine jetzt nicht archetypenmäßig, wie nennt das denn jetzt? Meine Güte, jetzt finden wir echt die Worte. Auf jeden Fall, Ein Spiel, was jedes Klischee erfüllt, was es Klischees, erfüllen soll. danke, boah, ja, genau. Total klischeefrei, ne, mit der Hütte im Wald, mit der Studentenparty, die da hinfährt. Wie gesagt, das hat es ja noch nie gegeben. Ja, auf jeden Fall ein mega Ding, muss ich sagen. So, das ist Ja, einfach Bock mir auf gefällt es einfach. einen hohen Wiederspielwert hat, dadurch, dass Szenarien sind und, man will ja auch mal alles probieren, man will mal Mary Christine das Auto erlebt haben, man will mal den Ghostbuster zu Gast gehabt haben, nee, den Geisterjäger, Entschuldigung, den Geisterjäger. Ja. Und ja, geile Ja, Sache. auf Englisch heißt er wahrscheinlich Ghostbuster. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, was soll ich dir sagen? Also wir sind ja sehr dankbar für das Vorstellen des Spiels. Vielen lieben Dank. Ja, danke, dass ich Ja, hier sein darf. ich hoffe, ihr konntet Interesse wecken für die meisten. Ja, würde mich freuen. Also das Spiel darf gerne ein bisschen mehr Aufmerksamkeit meiner Seite aus meiner, oder meiner Meinung nach bekommen. Würde ich auf anderen Tischen auch gerne öfter sehen wollen. Ja, das läuft schon so ein bisschen unter Radar an. Also Ja, ist schon. nicht ganz vergessen quasi, aber ja. Aber das ist jetzt die Gelegenheit, wenn du das zu eurem Community-Event mitbringst, da nochmal einen Satz rauszuhauen, vielleicht an dieser Stelle, wo man die Gelegenheit hat, es vielleicht auch zu spielen, sogar mit dir oder mit mir oder Ja. Damit immer. aber er soll einen verbalen Satz raushauen, ne? Nicht einen Satz Spiele Ja, natürlich. raushauen. Nicht.
Für jeden Besucher des Community-Events so ein kleines Monster-Slaughter. Machen wir es mal so ein bisschen RTL 2-mäßig. Thorsten, wann wäre denn das Community-Event? Wann könnte man denn die Gelegenheit, das mit dir zu spielen? Jetzt hast du aber tatsächlich mich auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist das erste Juni-Wochenende. Jetzt habe ich die Tage gerade nicht im Blick. Sekunde mal eben. Dritter, vierter, sechster müsste es Dritter, sein. genau, dritter, danke. Ich habe gerade keinen Kalender im Blick gehabt. Der 3./4. Juni 2023 hier in Essen in der Alten Küsterei. Wer vielleicht noch mitmachen möchte, wir haben jeden Tag bis 30 Plätze Platz. Wir sind jetzt ungefähr, ich glaube, heute, Stand heute der Dinge bei ca. 50% Auslastung an beiden Tagen. Wer da Lust zu hat, der sollte mal bei uns auf dem Videokanal von den Hausis wechseln, dort das Ankündigungsvideo sich anschauen. Dort stellen wir das Wochenende vor, wie das genau funktioniert. Und dann kann man da sich auch über die E-Mail-Adresse auch zu anmelden. Und dann würden wir uns freuen, wenn noch ein paar Leute dazukommen, Spaß mit uns haben, zusammen was spielen. Unkostenbeitrag ist 10 €. Da gibt es dann entsprechend dann in dem Preis drin, dass nette Leute am Tisch sind, mit einem zusammen was spielen. Ihr dürft auch gerne eure Lieblingsspiele mitbringen. Das ist aber Es gibt unbezahlbar Wasser, quasi. Cola, Kaffee, Kuchen. So, Sind auch nicht findet so nette statt, wie Leute gesagt, dabei. samstags von 10 bis 22 Uhr. Und am Sonntag von, jetzt muss ich lügen, jetzt habe ich den Sonntag gerade nicht im Blick, 10 bis 18, 20 Uhr oder so. 16 Uhr. 10 bis 16 16 Uhr höre Uhr, ich gerade aus nachmittags dem können Sie Off. nach Hause gehen. Nach dem Ja, Kaffee genau. trinken, Ne? nach dem Kuchen. Wie gesagt, schaut bei uns in dem Video einmal vorbei und dann erfahrt ihr dort alle Informationen. Genau. Ja, das muss jetzt auf jeden Fall noch raus, denn solange noch Plätze da sind, zuschlagen, sich anmelden und mit uns Monster Slaughter spielen. Also, ein Yogi trefft er da, mich leider nicht. Ich bin da schon im Familienurlaub. Was auch gut ist. Sommerferien und Ist so. auch schön. Beziehungsweise, da sind, glaube ich, noch gar keine offiziellen Sommerferien. Boah, das weiß ich nicht. Aber, ja, gut. Glücklich ist der, dessen Kinder erst nach den Ferien in die Schule gehen. Tja. Und da kann ich nicht mitreden. Na gut. Ja, cool. Dann machen wir dann, wie gesagt, wer Bock hat, so dort sich anmelden und dann können wir das, dann könnt ihr euch davon überzeugen, mit uns zusammen dieses Spiel zu spielen. Ich sag mal so, oder wir sagen so, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast, dass du das Spiel hier Danke, vorgestellt dass ich hast. dabei sein durfte. Ja, ach, da, selbstverständlich, ist ja uns eine Ehre gewesen. Und ich muss sagen, jetzt schlawenzel ich wahrscheinlich wieder demnächst um dieses Spiel rum. Ich weiß es. Ja, und jetzt kann ich gucken, dass ich Tanja überrede, mit mir nochmal eine Runde zu spielen. Jetzt da, die Sachen hier schon so halb aufgebaut auf dem Tisch stehen. Das Wochenende steht Das ja vor ist der Tür. total praktisch. Da seht ihr mal, wie praktisch das ist, hier bei unserem Format mitzumachen. Da Ja. könnt ihr danach euren Liebsten direkt dazu überreden, das Spiel auch zu spielen. Genau. Weil es ist ja eh schon aufgebaut. Perfekt. Mega, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Danke für eure Einladung. Ja, Sehr uns gern. auch. Dann würde ich sagen, halten wir es so. Dann bedanken wir uns. Guckt bei den Hauses vorbei. Bleibt auch uns gewogen. Wenn ihr noch kein Abo bei einem unserer Kanäle habt, holt das bitte nach. Also immer schön abonnieren, Daumen hoch und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und muss ich auch noch sagen, wenn ihr mal Bock habt, euer Lieblingsspiel bei uns vorzustellen, dann meldet euch auch. So wie wir uns beim Thorsten haben. Nee. Und wenn ihr Bock habt, das vorzustellen, gerne, gerne. Da freuen wir uns sehr drüber. Genau. Mal gucken, ob mal da die Tanja auch mal Lust hat, ihr Lieblingsspiel vorzustellen. Und Familie Bestimmt. Enterich muss ja eigentlich auch ihr Lieblingsspiel vorstellen. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Die haben ja schon sehr viel gesehen. Ich habe da so eine Ahnung. Na gut, wir werden es vielleicht mal auflösen irgendwann. Ich bin gespannt. Na gut. Ja, in diesem Sinne, dann vielen lieben Dank und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, Dankeschön. Macht's gut. Haut rein. Ciao, Tschüss. ciao.